Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 4. Im letzten Part haben wir Dongzhu erledigt und jetzt geht's weiter mit der Schlacht bei Guandu. Halte die feindlichen Attacke auf und bezwinge deinen Todfeind Cao Cao. Gut. Yuan Shao, Yan Liang, Wen Shu, Junyi Kueng, keine Ahnung, wie man den ausspricht, Yuan Xi, Liu Bei, Yuan Shang, Jin Shen, Zhu Jin, Han Meng, Cao Cao, Cao Ren, Zhao Dun, Zhu Zhu, Zhao Yuan, Guan Yu, Yu Jin und Sun Yu. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt Guan Yu angreifen sollten, aber besser wär's. Weil der hat hier eine Aura und sein Ziel sind Yan Liang und Wen Shu. Zerstört die Burg Guan Zhu und zerschmettert Cao Cao. Guan Zhu ist es nicht, es ist Guan Du, Yuan Shao. Ich fordere deinen Kopf. Und Yan Liang und Wen Shu sind halt die großen Generäle von Yuan Shao. Ich meine, wir bekommen dafür nichts, dass wir die jetzt verteidigen. Aber ich meine, besser ist es, wenn wir die verteidigen. Okay, in der Burg ist noch ein Offizier, den müssen wir auch ausschalten. Aber wir werden erstmal Guan Yu anpeilen. Okay, da hat jetzt die Wurstlein gefehlt. Okay, da waren wir zu langsam. Ja, das werden wir auch erwarten, weil ich noch keine Pferdesattel freigeschaltet habe. Egal. Na komm, scheiß drauf, ey. Egal, ob die fallen oder nicht, in der nächsten Schlacht sind sie sowieso wieder mit dabei. Oh komm, nicht abwehren hier. Theoretisch könnten wir hier auch einen Feuerangriff aufhalten. Doch, ob wir das machen werden, weiß ich noch nicht. Seht, wie Cao Cao mit eingezogenem Schwanz fliegt. Ihnen nach! Zeigt ihnen die Macht der Yuan. Mach das scheiß Brett auf. Oh, Digga, ey, hier. Diese. Geht doch. Warum nicht gleich so? Sollen die sich ruhig zurückziehen? Wenn sie an einem Fleck sind, macht es mir leichter, alle zu besiegen. Guan Yu, ich will deinen Kopf. Ich will deinen Bart stutzen. Ich habe Wen Zhu besiegt. Ich fordere deinen Kopf. Komm her, Guan Yu. Ich will deinen Kopf. Irgendwer muss Guan Yu aufhalten. Sag mal, wo willst du hin? Ich bin hier. Du wählerische Versorgungseinheit. Ich bin Guan Yu. Nee, du hast eine Aura. Die Versorgungseinheit werden wir jetzt nicht holen. Ich scheiß einfach drauf. Wir müssen jetzt auf jeden Fall besiegen, weil sonst verpisst sich Guan Yu und Liu Bei gemeinsam. Und das wollen wir nicht. Liu Bei soll uns hier schließlich noch aushelfen, weil wir haben ihm schließlich Schutz geboten. Nachdem er die Provinz Shu verloren hat. Durch Cao Cao. Ist er in den Norden geflohen zu Yuan Shao.
Und er musste halt aushelfen bei der Schlacht von Guandu. Und da Guandu bei Cao Cao geblieben ist, um zu sagen, hier, lass mein Bro Liu Bei in Ruhe. Da hat dann, weil Cao Caos Wunsch war es ja eben halt einfach nur Guandu auf seiner Seite zu haben. So, das war's. Weiter geht's in Richtung Guandu. Warte mal, wir könnten ja das Pferd nehmen. Wir dürfen nicht zurückfallen. Vielleicht kommt gleich diese Einheit, die unser Vorratslager abfackeln will. Das können wir dann vielleicht doch verhindern. Schließ das Tor! Wir müssen aushalten, bis sich das Blatt wendet. Das Blatt wird sich nicht wenden. Ich bin Xiao Hu Dun. Komm her, wenn du sterben willst. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Ach, ey. Jetzt bin ich dran. Das ist immer gleich auf. Bitte nicht abwehren. Ich wusste es, ey. Das ist das Einzige, was ich nicht hinkriege. Das Einzige, was ich nicht hinbekomme. Danke für gar nichts, Zhao Dun, du Arschloch. Das zeigt mir einfach wieder, keine Duelle machen. Okay, auf ein neues. An. Machen wir es halt nochmal, meine Fresse, ey. Zerstört die Burg Guanzu und zerschmettert Cao Cao. Yang Liang, ich fordere deinen Kopf. Schau, Dun, ey, du bist auf meiner Liste, ey. Dir werde ich auf jeden Fall den Kopf abreißen. Duelle sind jetzt wieder tabu. Dann umgehe ich halt sehr viel diese Game Over. Ich meine, bei den Mann wird's schlimm. Weil da sind die Gegner schon sehr krass unterwegs. Ey, das hat diesmal ein paar Sekunden gebraucht hat, um Yan Liang kalt zu machen, ey. Bastard, ey. Lass auch uns gehen. Komm, mach's Brett auf, damit wir die Burg erobern können, ey. Geht doch. Das ist halt auch ein Fehler, Guanyu nämlich nicht anzugreifen, weil der macht einen Offizier nach dem anderen platt. Wir müssen das nämlich verhindern. So, schon mal das Tor öffnen. Digga, jetzt hör auf hier. Vielleicht können wir diesmal Wen Chu ein bisschen. Wen Chu, ich fordere deinen Kopf. Ja, und kurz bevor ich da bin, hat er ihn getötet. Seht, wie Cao Cao mit eingezogenem Schwanz flieht. Ihnen nach! Zeigt ihnen die Macht der Yuan-Familie! Das Entscheidende bei der Schlacht von Guandu war ja schließlich das Cao Cao, das Vorratslager von Yuan Shao niedergebrannt hat.
Ah, diesmal können wir Wenshu retten. Oh, Alter, dein Ernst? Dreckvieh, ey. Ich hasse dich, Guan Yu, ey. Alter. In dieser Schlacht, ey, bist du wirklich ein richtiger Hurensohn. Das, wenn du so angriffslustig bist, du Arschloch. Hast du eigentlich schon alle Offiziere von mir ausgespäht und sagst dann jeden Namen auf, welchen Kopf du haben willst, du Bastard, ey? Da kriegst du Musu auf Schnauze. Jetzt reicht's hier. So, das war's. So, hier sind wir fast wieder auf den Stand wie von vorhin Game Over Screen. Aber diesmal sind sie alle schon in der Burg drinne, also wir können keinen abfangen. Aber diesmal werdet ihr alle mein Stahl, mein Schwert zu spüren bekommen. Überhaupt da draußen. Ah, sind zwei Offiziere, okay. Okay, will ich nichts gesagt haben. Nein. Kein Duell mehr gemacht hier in dieser Durchgang. So. Der Feind ist stark. Wir müssen härter kämpfen. Da geht einer rechts lang, aber den werden wir jetzt in Ruhe lassen. Da habe ich jetzt keinen Bock, den hinterher zu rennen. Aber irgendwann reicht's. Ich will nicht sterben. Wir dürfen nicht zurückfallen. Na los, mach's Brett auf hier. Oder können wir von der Seite rein? Da ist ja auch noch ein Tor. Die sind ziemlich gut. Spielzeug mitgebracht. Wir müssen ihn vernichten, sonst. Der Rambok darf nicht zerstört werden. Schützt ihn. Egal, ob der zerstört wird oder nicht. Jetzt, Alter. Sie sind stark, aber wir werden nicht wanken. Ab in die Burg und vernichtet alle. Hey, diesmal kannst du es knicken. Diesmal wirst du fallen, mein Freund. Muss auch dazu sagen, in Dynasty Warrior 3 ist es jetzt auch nicht so hart, wenn man
Weil dann dauert das länger ein bisschen, die, wenn die gegnerischen Einheiten unsere Einheiten bearbeiten, dann dauert das nicht so lange. Oh, gib mir deinen Gegenstand. So. So schnell kann's gehen, Zau Zau. Du stehst mit dem Rücken zur Wand, jetzt wirst du sterben. Wie würde jetzt ein weiser Yoshi sagen? Ich will ihn totschlagen. Digga. Naja, sollen sie es ruhig niederbrennen, ist mir scheißegal jetzt. Wenn Zau Zau fällt, dann bringt das Verbrennen unserer Lebensmittel auch nichts mehr. So. Feindlicher Offizier besiegt. Mein Schicksal hat sich nicht. So einfach geht's. Hätte vorher auch gehen können, aber Chao Dun musste ja. Aber ich muss dazu sagen, ich stand auch ganz blöd in der Ecken, dass dieser Schlag, ja, egal. Zwei Herrscher bleiben noch. Yuan Shaos riesige Armee überquert den gelben Fluss und marschiert in Guandu, kurz im Prozess mit dem Schurken Cao Cao. Die Zentralebenen gehören nun Yuan Shao, doch es gibt noch viele ehrgeizige Menschen überall im Land. Der umherziehende Liu Bei versucht sich einen Stützpunkt in einer verlassenen Burg aufzubauen. In Jiandong gewinnt Sun Jian an Macht und Einfluss. Diese Empörkömmlinge müssen vernichtet werden, um die Familie Yuan ihren rechtmäßigen Platz in der Geschichte des Landes zu sichern. Das sehen wir aber erst im nächsten Part. Also Leute, haut rein und ciao.